Willkommen, Freunde, zur zweiten Folge unseres Spider-Man-Let's Plays. Und wir sind direkt mitten im Geschehen gegen Sandman und wir gleiten hier gerade. Oh Mann, was muss ich... Oh, Kreis muss ich drücken. Ups, ich hab's gar nicht gecheckt. Unschuldige Menschen sind in Gefahr. Wir mussten hier leider... Aber nicht um mich. Die letzte Folge hier beenden. Auf Marco wollten sie mich treffen. Was Sandman ignorieren sie nicht. Wow, 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 wow. Okay, Freunde. Und die Netzflüge. Die können mit Dreieck immer diese Flüge aufmachen. Das ist ganz neu in dem Spiel. Sehr, sehr cool. Und wir haben immer noch nicht ihn besiegen können. Was war das denn jetzt? Ist das Electro? Nein, es ist Miles. Genau der. Ich dachte kurz, weil wir getroffen wurden von der Elektrizität. Irgendeine Idee? Okay. Wie ist das passiert? Herr, die Klasse ist wieder vereint. Und wir sind wieder Peter. Nutze einen vollen Fokusbalken, um entweder eine Heilung oder einen verheerenden Finish auszuführen, okay? Unterricht! Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was ich heile mich lieber. Mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Pulgurit! Genau wie bei den Minis. 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Okay. Wow, 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 wow. Hältst du das aus? Finden wir es raus! Jo, die machen so ein... Kinderspiel! Tag-Team-Move, okay. Irgendwie durch Elektrizität verwandeln sie sich irgendwie zu diesem Kristall. So, Freunde, helfen wir Miles. Miles hat sich gerade unsichtbar gemacht. Und ja, Freunde, verzeiht mir nochmal, dass ich in der letzten Folge so plötzlich abbrechen musste. Aber ja, wie gesagt... Wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Jede Folge... Soll ungefähr 20 Minuten lang dauern. Ist besser so, damit es nicht zu lang wird. Ich hab wohl gutes Timing. Okay, Freunde. Wir müssen weiterhin die Kleinen hier besiegen. Das Kampfsystem ist sehr, sehr cool, Freunde. Es macht sehr viel Spaß, das zu spielen. Und ich mag es auch, wenn man es komplett auf spektakulär stellt. Also die Schwierigkeit auf Maximum. Dann ist es eine Herausforderung. Wow, wow, wow. Okay, das war noch nicht alle. Finisher? Das ist cool, wie die zusammen angreifen. Jetzt müssen wir weiter. Okay, ich habe wieder die Netzflüge aufgemacht. Weil wir diese Stadt beschützen wollen. Ausweichen, ja. Und auf ihn drauf, Freunde. Oh, yo, yo, wir wurden wieder vom Blitz getroffen. Der arme Peter hat leider nicht so viele Kräfte wie Miles. Aber trotzdem ist er krass. Er ist aufgeladen, Freunde. Alles gut? Oha, die kombinieren ihre Fähigkeiten. L1 Preis. Die machen einfach ein Kamehameha auf. Halbiert. Und wir sind wieder sauber. Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Yo, 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 wie meint er? Uns holen? Das war erst der Anfang, Freunde.
aber direkt so einen großen Kampf. Vor 6 Monaten. Jo, wie breit ist der Kerl? Das ist Kraven, glaube ich. Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Oder ist das Kraven? Das werden wir noch erfahren. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Ja, sieht ganz danach aus, Bro. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. Sir, wie wäre ein neues Jagdgebiet? New York? Ja. Ja, da sind wir einige Feinde, die uns vielleicht noch erwarten. Lizard, okay? Entfacht das Feuer. Die große Jagd beginnt. Der Kerl wird uns bestimmt auch noch erwarten. Die Frage ist nur wann. Yo, 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 Marvel Spider-Man 2. Das war erst das Intro. Okay, Freunde. Was erwartet uns als nächstes? Die Menschen werden gerettet vom Sand. Der Typ hat die halbe Stadt auseinandergenommen mit dem Sand. Die App spinnt. Pete, siehst du das? Jo, jo, jo. Und wir wechseln zur Sicht von Peter. Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Okay, da sind wir, Freunde, die Menschen. Direkt müssen hier noch evakuiert werden. Gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Bin unterwegs. Boah, das Scan sieht auch noch etwas anders aus. So, Freunde, wir müssten jetzt den Bürgern helfen. So ein Chaos. Marco, es ist in dich gefahren. Bro, der hat so viel auseinandergenommen. Ich komme, Sekunde. Der versinkt fast im Sand, yo. Alles okay? Jetzt schon. Danke. Spider-Man, der Chief braucht dich. Oh Mann, Freunde, kennt ihr Treibsand? Ich glaube, jeder hat das schon mal die Vorstellung, wie blöd das wohl ist, von Treibsand eingesaugt zu werden, oder? Hast du Zeit? Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Okay, wohin müssen wir? Ah, okay. Hä? Zieh mir mal das Teil, okay? Geschafft. Mr. Parker, ich brauche Hilfe, um die App wieder online zu bringen. Was brauchst du? Das Dach an der Ecke von Worth und Lafayette. Wie ist der Plan? Die Telekommunikation wird noch stundenlang lahmgelegt sein, also erzeugen wir unser eigenes Netzwerk. Hast du dir was vorgenommen? Wie lange planst du das schon? Ich träume seit der 7. Klasse davon, aber planen? Seit 2 Minuten oder so. Das ist lustig, wie die beiden jetzt miteinander reden. Eigentlich ist das ja der Kollege von Miles. Im letzten Spiel Miles... Noch zu tun. Oh. Morales, da war Peter nicht dabei. Dann war man nur Miles, aber jetzt hat Peter paar neue
Kollegen. Okay, Freunde. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar. Hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen will. Okay, was ist das Teil? Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Hab dir die Pläne geschickt. Was, ein 3D-Drucker? Sind da. In seinen Netzschießern, okay. Sieht aus wie eine Drohne. Wir spionieren niemanden aus. Oh nein, alles mit Zustimmung. New Yorker schicken Nachrichten über die App, die an diese Drohnen geleitet werden. Ich nenne sie fokussierte Relais-Nachbarschaftsdatenpunkte. FRND. Habe ich gerade einen Freund gemacht? Hast du. Mein Ich aus der 7. Klasse war so cool. Okay, also, wie kriegen wir das in die Luft? Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Okay. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Jetzt müssen wir wohl eine Drohne steuern. Drohne starten. Yo, die ist ja schnell. Bro, die ist extrem schnell. Wie heftig ist das denn? Das gab's im vorherigen Spiel noch gar nicht. Bro. Yo. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Okay, der hat sein eigenes Internetnetz anscheinend erstellt. Wir haben es geschafft. Wieder am Werk. Gut, Freunde. Wohin geht das nächstes? Guckt euch das an, Mann. Stadt komplett zerstört. Und? Kann ich mich bewegen? Hallo? Ah, okay. Fertigkeitenbaum öffnen. Da sind wir zum ersten Mal in diesem Fertigkeitenbaum in dem Menü. So. Du wurdest hochgestuft und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, um neue Angriffe und Moves zu erlernen. Okay, das ist der gemeinsame Fertigkeitenbaum. Er enthält Fertigkeiten, die beide Helden nutzen können. Jeder Held besitzt außerdem einen einzigartigen Fertigkeitenbaum. Navigiere zu Peters Fertigkeitenbaum mit L2R2. Okay, da können wir wechseln zwischen den beiden. Spider-Peitsche, ein Angriff, der mehrere Gegner in einen Luftkampf hochschleudert, ist ausgewählt. Gib deinen Fertigkeitenpunkt aus, um diese Fertigkeit zu kaufen. Okay, wie sieht's aus? L1 und X, um Gegner in die Luft zu heben. Okay, das ist komplett neu. Das ist neu, Freunde. Durch diese Krallen, die er jetzt hat, hat er jetzt auch extra Fähigkeiten. Holen wir uns diese Fähigkeit. L1X. Wir haben uns die Spider-Peitsche gekauft. Verdiene EP, steige auf und erhalte zusätzliche Fertigkeitspunkte, indem du Missionen abschließt und Gegner besiegst. Okay. Das können wir uns noch nicht holen. Hier sind so gemeinsame Dinge. L2X am Boden gedrückt. Okay, das ist cool. So Katapultsprung. Das gab's auch noch nicht. Da freue ich mich schon, mein Hintergrund-Gameplay aufnehmen zu können. Da, eine Verbrechensmeldung. Scannen wir die Umgebung. Okay, da ist ein Verbrechen. Yo. Jetzt noch Verbrechen machen. Hey, wie cool ist das denn mit diesen Flügeln? Na los, auf geht's. Die haben nichts Besseres zu tun, als bei diesem Chaos noch ein Verbrechen zu begehen. Die Cops haben mit dem Sand zu tun. Räumen wir den Laden aus. Na los, aufladen! Aber Spider-Man ist da. Luftschleuder, okay. Waffendiebstahl! Nicht mit mir! Halt dich an den Plan! Machen wir mal die neue Fähigkeit. L1X. Bitte einen Waffenclub in der Stadt. So, da können wir alle Gegner damit hochwerfen. Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Gut, Freunde. Wie einem Club für Komplimente. Da hinten sind welche mit Schusswaffen. Die Schaden, die man davon sind umsonst. Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Gut gemacht. Ziehen wir uns an ihn zu uns, okay? Das klingt echt gut. Weniger Waffen, mehr Komplimente. Willst du das auch in der Luft machen, ja? Wie krass ist das denn, Freunde? Alle in die Luft geworfen. Ausweichen, ja?
Ich wollte den anderen hochziehen, schade. Was passiert, wenn ich das in der Luft einsetze? Okay, geht nicht. Finisher. Jo, 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 der hat ja... ausgespuckt. Der letzte. Das war's. Kurz Voice Crack gehabt, egal. Was ist das nächstes, Freunde? Es waren viele. Wollten das Sandchaos in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Was macht er da? Verhindere Verbrechen, um Technikteile zu verdienen. Diese Teile kannst du für die Herstellung starker Upgrades ausgeben. Okay, von es gibt immer solche Geräte, die man upgraden kann und freischalten kann. Und ja, navigiere zum Höhenfluggerät, okay? Das Höhenfluggerät gibt Technikteile aus, um den Höhenflug zu kaufen. Okay, gedrückt halten. Wirf mehrere Gegner in die Luft, um sie anfällig für Luftkombos oder zu Bodenreißen Angriffe zu machen. Okay, das haben wir jetzt. Du hast den Höhenflug erhalten, besiege Gegner für die Chance, einen Geräteschuss zu verdienen. Okay, man kann das natürlich nicht immer einsetzen. Und das Einspinnen wie immer. Jojojo, wer kommt da denn? Weitere Feinde. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Höhenflug, setz mir direkt ein, Freunde. Leute, meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Gib mir eine Minute. Das sind viele, Mann. Melde mich. Oh, ich wurde getroffen. Ob das sauer auf mich ist? Manchmal sind Stress und Wut Geschwister. Halt einfach nach Notfällen Ausschau. Bist du jetzt etwas wütend? Bin ich nicht, Miles. Nur konzentriert. Aber Miles, dachte Peter, ist wütend. Komm schon. Wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Mal nachdenken. Das war eine rhetorische Frage. Doch. Einmal haben wir bei dir dieses Brettspiel gespielt und du hast ständig verloren. Ich war nicht wütend auf dich, sondern auf das Universum. Ja, ja, auf das Universum. Ey, das war lustig, Freund. Hast du mich jemals wütend erlebt und er kommt mit so einem Kartenspiel? Und das war der letzte, Bro. Kann er in die Mülltonne rein? Schade. Nach links wischen, um FSDN-App zu öffnen. Okay. Okay, die neue App wird kompiliert. Ich dachte, wo wir schon dabei sind, können wir sie auch upgraden. Wir brauchen nichts Besonderes. Wir müssen nur die Bürgermeldungen sehen. Absolut. Während des Updates sollten wir das Netz ausweiten. Melden wir uns bei Miles. Okay, yo, wir können also die App öffnen und mit vier... Nee, wir wechseln zu Miles. Ja, so können wir zu Miles wechseln. Cool. Da drüben. Sie konnte kaum atmen. Miles, hast du zu tun? Was brauchst du? Geh auf das Dach des Gebäudes in der Nähe. Ah, okay. R2X gedrückt halten, dann loslassen. Aufladsprung, okay. Jo, 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 das sieht cool aus. Kann Miles auch? Jo. Ja, kann er. Gestresst. Alles okay? Ja, ist bloß gerade viel los. Und ich habe Hunger und der Automat hat nur noch diese öden, natriumarmen Cracker. Oh, der Arme. Er hat Hunger. Halb so wild. Also, ich gehe endlich dieses App-Upgrade an. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe von meinen Friends. Cooles Wortspiel, das du noch nicht verstehst. Er ist ganz lustig drauf. Drücke in der Luft L3, um einen Sturzflug zu starten und schneller zu werden. Ja, Freunde, das kennen wir. Kann man hier auch das Handy rausholen? Noch nicht, denke ich. Was immer noch zu tun. Oh, da können wir noch nicht hin. Wir müssen hier hin, auf das Dach. So, Freunde. Lasst mich gerne wissen, wie ihr es bis jetzt findet. Sorry, dass die erste Folge direkt so plötzlich abgebrochen werden musste, aber ich will ja nicht, dass die Folgen zu lang dauern. Es sollte dort irgendwo einen Starter geben. Hier ist nichts, was wie ein Starter aussieht. Vielleicht unter dem Sand? Ist wirklich nicht. Ja, bestimmt hier drin. Und? Was soll ich tun? Ah, okay, das Wasser drauf lassen. Gut, da ist es. Müssen wir jetzt auch okay, so eine Drohne machen? Ich sehe den Starter. Was jetzt? Du wirst einen Friend drucken. Okay, ja, wir müssen wieder das machen. So eine Drohne. Jetzt kapiere ich's.
FRND. Lass mich raten. Freundliche Relais-Netzwerkdrohne? Nah dran, aber ist auch egal. Was zählt ist, dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Rechnungen in der Luft? Du bist ein Genie, Genki. Ach, du. Okay, ich habe einen Weg für die optimale Netzwerkstabilität markiert. Folge ihm, damit das Signal stärker wird. Die brauchen so ein Signal, deswegen müssen beide solche Drohnen starten lassen. Yo, 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 ich will alles treffen. Bitte. Nicht so schnell, aber wir haben es geschafft. Okay, lokales Netzwerk ist verbunden. Da sind wir, Freunde. Verbrechensmeldung. Alles klar, bin unterwegs. Okay, Freunde, ey, ich würde sagen, hier beenden wir auch unsere zweite Folge. Also wir sind noch ziemlich am Anfang, aber bis jetzt sehr, sehr cool, Freunde, wie wir immer zwischen den beiden wechseln können. Und yo, wie der erste Gegner, Sandman, so einen großen Teil der Stadt einfach auseinandergenommen hat. Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, schreibt gerne, wie ihr es findet und ob ihr schon gespannt seid auf die nächste Folge. Und ob ihr selber spielt oder nicht, ihr müsst das ja natürlich nicht spielen. Ihr könnt es ja gerne bei mir zuschauen. Oder falls ihr es auch selber habt und spielt, würde es mich trotzdem freuen, wenn ihr auch mein Let's Play anschaut. Freunde, ey, ihr wisst, ich mag Spider-Man sehr. Ihr seht es ja auch immer in meinen Videos. Und ich bin so, so gehypt drauf, es weiterzuspielen. Ja, Freunde, aber ich will ja nicht, dass die Folgen allzu lange sind, damit keiner jetzt sich denkt, yo, das ist viel zu lang. Deswegen ungefähr 20 Minuten. Findet ihr es gut? Lasst es mich gerne wissen. Und ja, Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Jeden Tag kommt eine Folge, okay, Freunde? Jeden Tag. Wir sehen uns dann, Freunde, okay? Bye.